Ich habe Helmut Newton erstmals kennengelernt in einer Gemengelage, in der man über die Rolle der Fotografie bei den staatlichen Museen ausführlich diskutierte. Und da tauchte der Name ganz sicher ganz oft auf. Und begleitend dazu oder parallel dazu in Unterhaltung mit Heinz Berggruen. Das war so die andere Schiene, die Berliner Jungs. Und irgendwann haben die beiden Schienen sich dann gekreuzt und dann war es, dass Helmut Newton, der viel diskutierte, leibhaftig irgendwie mich in Berlin erreichte, sei es in der Paris-Bar, sei es bei Herrn Lehmann in der Villa von der Heydt oder so etwas. Und es müssen intensive Tage oder Wochen gewesen sein, weil wir ja mit Helmut Newton und mit June, vielleicht muss man richtiger sagen mit June und Helmut, diese Idee wirklich aktiv betrieben haben. Wie könnte es sein, dass Helmut Newton mit seinem Werk irgendwo in Berlin wieder Fuß fassen kann und die Konkurrenz von Paris und irgendwie USA war dominant, war sehr im Raum und wir wollen das versuchen. Das ist der Punkt. Die Wochen, die langen Wochen, vielleicht sind es Monate, von denen ich spreche, beinhalten das mit, nicht? Und es war eben genau dieser Wunsch, dem Medium Fotografie eine große Plattform zu bieten und das war auch die Idee, sehr propagiert von Manfred Heiting, der dafür von meinem Vorgänger im Amt Wolf-Dieter Dube aufgefordert wurde. Und wie ein Wellenbrecher, das sich da ins Feld schlug und da agierte. Und zugleich war Manfred Heiting derjenige, der Helmut Newton, sagen wir mal so bestens kannte und die Chance witterte oder wie auch immer, dass dieses Projekt Fotografie über die Person von Helmut Newton besser ans Tageslicht kommen kann. Von daher war es dann die Idee, möglicherweise von Manfred Heiting, aber es ist im Grunde die Dankeschuld aller Verehrer von Helmut Newton, wir machen zu seinem 80. Geburtstag eine große Ausstellung. Und da traf es sich natürlich gut, dass in meiner Person der Generaldirektor und der Direktor der Nationalgalerie, eine Lösung, die ich immer wieder propagiere, sich sozusagen konzentrieren sollen. Das machen wir in der Nationalgalerie. Und ich glaube, und das sind so meine zarten Aufzeichnungen, Stichworte, dass Helmut Newton das sehr, sehr zugesagt hat. Er wollte keine Retrospektive. Er sagt, Retrospektive, da bin ich tot mit einer Retrospektive. Wir machen Works. Und diese Ausstellung, kuratiert von June, wieder June, nichts ohne June, und Manfred Heiting in der Neuen Nationalgalerie, oben im Balkon, im Schaufenster der Neuen Nationalgalerie, das war für Helmut Newton, wie man das so schön sagt, thrilling. In einem Haus, unten Picasso, oben Helmut Newton. Das war das, was ihn wahnsinnig gereizt hat. Und Manfred Heiting hat das perfekt gemacht. Und dann hat wohl Heinz Berggruen diesen Bahnhof als dringlichst empfohlen, das sei das Richtige. Dieser Bahnhof war von den Museen irgendwie belegt als Depot, auch für die alte Nationalgalerie, aber auch für das Museum für Europäische Kulturen. Da waren Restauratoren drin und so weiter und so weiter. Und Heinz Berggruen, der an die, sagen wir, Manpower des Generaldirektors Wolf-Dieter Dube sich sehr verlassen hat, und sagt, das muss möglich sein, dass dieses Haus für Helmut Newton freigemacht wird. Und das ist der Ort. Und dann gibt es diese Geschichte, immer wieder kolportiert, dass Helmut Newton aus dem Fenster geschaut habe, im zweiten Stock, wahrscheinlich auf diesen Stock, und sagt, schau mal, Heinz, von da bin ich abgefahren. Und dann sagte Heinz Berggruen, und jetzt bist du wieder hier, Helmut, nicht? Und das ist der epigrammatische, enigmatische Satz für den ganzen Aufstieg der Berliner Museen
nach der Vereinigung. Jetzt bist du wieder hier. Nicht? Und das haben wir eigentlich gemacht und das war sozusagen das Motto. Jetzt sind wir wieder hier. Und dann war das nächste eben, Helmut Newton sagt, aber ich gründe eine Foundation oder ich habe eine Foundation, ich will eine Foundation. Und deren Sitz soll sein in Berlin und dann gibt es 1000 Werke aus meinem Archiv als Dauerleihgaben. Und das war, ich glaube, die Ausstellung vorneweg als Erfolg. Das war das Movens, nicht? Jemand, der so erfolgreich die Leute in Berlin anspricht mit dieser Ausstellung im Glashaus von Mies van der Rohe, auf den setzen wir. Das wird was. Und das ist sozusagen der Dreisatz. Und dann, nachdem das klar war, dann war auch die Zukunft für Hans Berggruen mit der Jebenstraße, dann war das klar, in welche Richtung wir gehen. Dann gab es noch einen gewissen Sperrfeuer mit Alice Schwarzer und das ist doch sexistisch und faschistisch und da war niemand, also einerseits sehr klug Helmut Newton, das ist die sexuelle Befreiung der Frau, die von Helmut Newton da gezeigt wird. Und dann, ja, Christina Weiß, nicht? Es konnte uns nichts Besseres passieren als eine Kulturbeauftragte, wie immer das heißt, eine Kulturministerin, die sagt, also, das vergessen wir mal, Pillepalle. Und dann Klaus Wowereit und Klaus-Dieter Lehmann, das war eine Phalanx, nicht? Die haben gesagt, davon lassen wir uns nicht abbringen. Und die Berliner haben das irgendwie auch genossen, nicht? Sie liebten solche öffentliche Dinge im Tagesspiegel oder sonst irgendwo zu lesen, dass sich da was tut und was entwickelt. Und sie wollten auch ihre Jungs wieder haben, nicht? Hans Berggruen war ein Erfolg in Berlin und Helmut Newton hat dann nicht nachgelassen. Die beiden haben nachgerade rivalisiert in dieser Art eine sentimentale Erinnerung an Berlin vorzuleben. Und sie haben sich dann getroffen am Saviniplatz bei Diener und haben da Erinnerungsabende, Heimatabende verbracht. Alle Museumsdirektoren waren ja für ihn Professoren. Er hat sich köstlich amüsiert, dass in Deutschland jeder ein Professor ist. Und dann hat er mir diese schöne Karte, ich glaube am Ende von all diesen Expeditionen, gibt es ein Datum? Ja, es gibt ein Datum. Am 10.05.2002. Das berühmte Foto. Lieber Herr Professor Schuster, vielen Dank für den Berliner Tag. Möglicherweise war das dann der entscheidende Tag hier. Und Ihre große Unterstützung für die HN-Stiftung und auch für das elegante Abendessen. Nun bin ich sehr gespannt, ob ich meinen Koffer in Berlin auspacken kann. Beste Grüße, Ihr Helmut. Und das ist irgendwie eine Trophäe, eine Relikte, die wir aufheben, nicht? Und dann war sehr klug, ich glaube, das war auch so ein bisschen Klaus-Dieter Lehmann, der da so eine Struktur mit einem Freundeskreis und so, nicht? Die Dame aus Köln, die Freifrau von Oppenheim und bis hin zu Erich Marx. Und das hat der Sache einen Cordon gegeben und das war alles sehr, sehr hilfreich. Und zugleich muss man sagen, das sind zwei kommunizierende Röhren. Ich hätte immer sehr gerne gesehen auf allen Leuchtmasten, dass da Fahnen sind, da drüben im Museum der Fotografie auf der Seite und da drüben bei CO und so. Und man muss das spielen. Und dieses Cluster und dieses Dinge, die sich gegenseitig ergänzen, das so. Und man muss dieses wieder aufnehmen mit der Universität der Künste drüben. Also das, Herr Dienthal macht es ja mit dem Kuratieren, diese wunderbaren Ausstellungen, junge Leute kuratieren ihr Leben in Fotografie oder wie auch immer fotografieren. Ausstellungen, das muss ja auch gelernt werden und so. Und von daher, ich glaube, nichts ist optimal. Und um es jetzt mal kritisch zu sagen, die Fotografie kann noch viel mehr Aufmerksamkeit bei den staatlichen Museen haben, nicht? Also ich glaube, dieses Museum Fotografie, das Sie betreiben, hat es auch sehr gut aus den Museen heraus, diese riesen Fotokonvolute der Ethnologen und der Antike und so weiter, da kann man noch ganz viel machen. Und zugleich sollten wir vielleicht noch mehr an der frechen Seite der Fotografie, und das ist ja die freche Seite, die auch Ordinäre, die Obszönen und so weiter, das ist alles Teil dieses Lebens, was Berlin ist. Und von daher
ich bin mir da gar nicht bange. Und man kann sagen, man sollte intelligent bleiben und munter, nicht? Und irgendwie in der Mitte und frech.